Historische Pferdedarstellungen aus fürstlichem Besitz bilden das Zentrum der neuen Ausstellung in der Bibliotheca Bipontina. Überlegungen darüber, wie pferdespezifischen Ansprüchen entsprechend abzurichten sind, gibt es sicherlich bereits seit etwa 5000 Jahren, seitdem Pferde das wichtigste Reittier des Menschen geworden sind. Während im Mittelalter und der Renaissance die bildenden Künste vorwiegend Informationen über die zeitgenössische Reitkunst liefern, setzt seit dem 16. Jahrhundert eine wahre Flut von Publikationen ein, die uns mit detaillierten theoretischen Abhandlungen und oft prächtigen Bildbeispielen die damalige Reitkunst lebendig werden lassen. Mensch und Tier werden einer strengen Dressur unterworfen, deren Ziel die stolze Haltung von Pferd und Reiter ist. Einer der griechischen Mythen um die Erschaffung des Pferdes nennt den Meeresgott Poseidon als seinen Schöpfer. In einem Wettstreit mit Athene habe jener seinen Dreizack in den Boden gestoßen und damit das Urpferd geschaffen. Wie im Islam berichten auch griechische Legendenbildung, tradiert zum Beispiel auch bei Plinius von der Zeugung späterer Pferde durch den Wind. Während das Pferd im christlichen Schöpfungsgeschehen keine herausragende Rolle spielt, wenngleich es stets bei Bildern von der Erschaffung der Welt hinzugefügt wird, wissen indische Legenden von der Sonne als Ahnvater und dem Wasser als Geburtsstätte des Pferdes zu berichten. Bei den Darstellungen, die in der Bibliotheca Bipontina Pferde thematisieren, muss man zwischen solchen unterscheiden, bei denen jene nur unter anderem vorkommen, und einer beträchtlichen Sammlung spezieller Pferdebücher. Die Angehörigen der Birkenfeld-Bischweiler Linie, Nachfahren des jüngsten Sohnes Herzog Wolfgangs, waren ausgesprochen bibliophile Fürsten. Sie hatten die Angewohnheit, Zukäufe oder Geschenke für ihre bedeutende Bibliothek mit ihrem Namen und dem Datum der Inventarisierung zu kennzeichnen. Hierdurch lässt sich eindeutig der älteste Sohn Karls I., Georg Wilhelm, als Erwerber der meisten hypologischen Bände identifizieren, die auf uns gekommen sind. Fast alle Werke über Reitkunst, Rossarznei und Bisskunde tragen seinen Namen zu.